Das ist einmal der Eingangsbereich, wo man beigebracht bekommt, die haben es hier nicht geschafft, die Steine zu schleifen. Aber man kommt nicht auf die Idee zu sagen, dass das eine Absicht war. Das ist nämlich innen genauso. Und auch die Säulen waren ursprünglich so gewesen. In so einer Anlage ist es ruhig. Jeder Ton wird gebrochen. Es ist wie in so einem Tonstudio. In der Tempelanlage gibt es eine Kernbohrung im Granit. Wenn Sie dort reinfassen, ist es so, als wenn Sie in eine Vase hineinfassen. Glatt, richtig glatt. Dieses Grab ist etwa 4000 Jahre alt. Das sieht doch aus wie ein Gefäß aus Glas. Obendrein ist so dargestellt, dass dort Flüssigkeit drin zu erkennen ist. Das heißt, vor 4000 Jahren war man in der Lage, Glas herzustellen. Wer kommt auf solche Ideen, jeden Stein mit einem anderen Winkel zu versehen? Hier musste eine Planung gemacht werden für jeden einzelnen Stein. Und jeder ist ein Unikat und jeder passt nur an der einen einzigen Stelle, wo er gerade steht. Und wieder sehen wir eine perfekt bearbeitete Oberfläche, die mit Hand und auch nicht mit den Werkzeugen der damaligen Zeit bearbeitet werden konnte. Mit Kupfermeißeln zu arbeiten auf solchem Gestein ist etwa vergleichsweise so, als würde man mit einem Radiergummi Straßenpflaster glätten wollen. Geht einfach nicht. Und zum Taltempel, die Siklin-Expedition hatte dort den größten und schwersten Stein vermessen gehabt. Und in dem Forschungsbericht wird geschrieben, dass dieser Stein etwa 400.000 Kilo wiegt. 400 Tonnen. Und diese sind damals so gesetzt worden, dass ein Fugenabstand von 0,5 Millimeter etwa war. Und wenn Sie in die Ecke schauen, sehen Sie, dass die Steine sehr seltsam gesetzt sind. Sie gehen immer um die Ecke ein kleines Stück drumherum. Das sind Kuriositäten. Vor dem Taltempel hat man aus dem Gizeh-Plateau einige Steine aufgestellt, auch aus Granit, die eine ungewöhnliche Form haben. Und wenn man in diesen Stein hineinfasst, in die Rundung, stellt man fest, es ist glatt wie auf einer Marmorplatte. Wir haben praktisch diese vier Statuen und überall in Schultern und auch hier im Bauchbereich Ramses II, Ramses II, Ramses II, ja, innen drin auch überall Ramses II. Das hier, hier ist etwas untermauert. Weil hier ein Riss drin war, hat man das versucht zu reparieren. Da oben, hier drin, sind die Kartuschen von Ramses II. Immer die Namenskartusche und die Geburtskartusche. Ja. Wieso kommt die auf diese Rekonstruktion da drauf? Hier zeigt sich eins, Ramses II. Hat sich das wieder unter den Nagel gerissen, hat die Rekonstruktion veranlasst, damit der Arm nicht runterfällt und drin wiederum massive Veränderungen gemacht. Ein faszinierend schönes Gesicht. Eins, was Ruhe und Weisheit ausdrückt. So, und was nicht passt in das Ganze mit diesem schönen Hochrelief, ist diese Kartusche auf dem Arm. Ramses II. Es sieht zum Teil fürchterlich aus, wie Hieroglyphen in wunderbare Statuen hineingearbeitet worden sind. Und das finden wir in Ägypten zigmal, weil viele Statuen alle seine Hieroglyphe haben. Ja? Und dann wird danach datiert, wie alt das sein könnte, weil man dann von irgendjemandem einen Namen gefunden hat, dann sagt man, ja, das war aus der und der Zeit und so weiter. Stellt euch vor, ihr findet auf einer Burg einen Bierdeckel. Da kommt doch keiner auf die Idee und sagt, die Brauerei hat die Burg gebaut. Dies hierher ist Nilschlamm. Und hier oben drüber ist was ganz anderes. Dort ist Sand und, naja, sagen wir, Dinge, die aus dem Norden gekommen sind. Wenn bis in die Höhe Nilschlamm ist, dann muss man sich fragen, wann ist dieser Tempel gebaut worden? Hier geht es also um Zeitalter, wo man weit, weit, weit zurückrechnen muss. Hier sehen Sie diese Königsliste. Dort kann man erkennen, dass Sethos I. seinem Sohn Ramses II. Erklärt die vor ihm lebenden Pharaonen von der ersten Dynastie an, also von Menes. Und zu der gegenüberliegenden Liste, das ist aber die Liste der Halbgötter und der Götterdynastien. Und die hat man aber
weggedrückt, weil man gesagt hat, ja, der hat dort Jahreszeiten angegeben, wie lange die geherrscht haben. So lange hätten die gar nicht leben können. Aber wenn man davon ausgeht, was wir vorhin gesehen haben mit, im Museum, die mit dem anderen Kopf, haben die nicht vielleicht genau schon original diesen Kopf gehabt? War es eine andere genetische Rasse? Die hatten andere Lebenszeiten. Dann findet man das erste Mal Erklärung, dass es Dynastien gegeben hat mit einer höheren Kultur, mit höherem Wissen, mit höheren Fähigkeiten und die Dinge praktizieren konnten. Und da waren die 70 Tonnen von dem Sarkophag noch das Kleinste. Eine exakte Analyse, exaktes Datenmaterial hilft, mehr Beweiskraft zu schaffen. Und jeder, der die Details gesehen hat und versucht, sie geistig zu verarbeiten, wird sehen, hier stimmt irgendetwas nicht in der offiziellen Geschichtsschreibung.